Wir werden jetzt sämtliche Grenzwerte definieren, die mit der Unendlichkeit zu tun haben. Bei diesem konkreten Beispiel werden wir ausdrücken, dass je dichter x bei 3 liegt, aber verschieden ist von 3, desto größer wird das f von x sein. Schauen wir in der Animation. Hier unten kann ich die Zahl x schön einstellen. Und ich lasse x jetzt gegen 3 streben. Auf der y-Achse ist dann zu erkennen, was f von x macht. Je dichter x bei 3 liegt, desto größer wird f von x. Hier ist es dermaßen groß, dass man das f von x in der Zeichnung gar nicht mehr sieht. Das Ganze funktioniert auch schön von links. Je dichter x bei 3 liegt, desto größer wird f von x. Wir möchten also ausdrücken, dass der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 3 strebt, plus unendlich ist. Und dazu gehen wir wie folgt vor. Wir sagen, für egal welche streng positive Zahl s, von da bis da, gibt es eine streng positive Zahl r, von da bis da, sodass, sobald der Abstand zwischen x und 3 streng kleiner ist als r und x sich im Definitionsbereich der Funktion befindet, aber verschieden ist von 3, das hier bedeutet, x liegt in dieser blauen Umgebung von 3, ist aber selbst verschieden von 3. Das hier muss dann zur Folge haben, dass das f von x streng größer ist als s. Was also heißt, sobald x sich in dieser blauen Umgebung von 3 befindet, muss f von x größer sein als diese Zahl s. Nochmal, für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, deshalb Großbuchstabe s, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, deshalb Kleinbuchstabe r, sodass, sobald x in der blauen Umgebung von 3 liegt, aber verschieden ist von 3, muss das zur Folge haben, dass f von x sich oberhalb dieser Zahl s befindet. Das funktioniert, ganz egal wie groß diese Zahl s ist. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, Großbuchstabe, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, sodass, sobald x in der blauen Umgebung von 3 ist und verschieden ist von 3, muss f von x sich oberhalb dieser Zahl s befinden. Das ist ein konkretes Beispiel. Diese Funktion, das ist die Funktion definiert durch f von x gleich 1 geteilt durch x minus 3 im Quadrat. Wir möchten diese Definition jetzt verallgemeinern. Dazu machen wir Folgendes. Wir nehmen schon mal den Raster weg. Dann auf den einzelnen Achsen nehmen wir noch die Beschriftungen weg. Also die Zahlenwerte anzeigen, nein, auf der y-Achse auch. Und somit können wir unser Beispiel von eben als allgemeine Funktion nehmen, bei der wir definieren, dass der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, plus unendlich ist. Also der Grenzwert von f von x, wenn x gegen diese Zahl a strebt, der ist plus unendlich. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und a streng kleiner ist als r, x selbst aber verschieden ist von a, muss das zur Folge haben, dass das f von x sich oberhalb von s befindet. Die erste Definition steht.
Zweite Definition, wieder unendlicher Grenzwert an einer Zahl. Hier möchten wir ausdrücken, dass je dichter x bei 3 liegt, aber verschieden ist von 3, desto kleiner ist f von x. Schauen wir uns das wieder in der Animation an. Wir nehmen x immer dichter bei 3 und stellen fest, dass das f von x dann immer tiefer liegt, immer kleiner wird. Geht auch von links. Je dichter x bei 3 liegt, desto kleiner wird f von x. Wir möchten also hier ausdrücken, dass der Grenzwert von dieser Funktion f von x, wenn x gegen 3 strebt, minus unendlich ist. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, diese da, s können wir hier schön einstellen, so wird s größer, also für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, sodass sobald x in der blauen Umgebung von 3 liegt und verschieden ist von 3, muss das als Konsequenz haben, dass f von x sich unterhalb der Zahl minus s befindet. Der Grenzwert ist bei minus unendlich. S ist eine streng positive Zahl, also müssen wir bei minus s schauen. Trotzdem haben wir die Definition so beibehalten, damit alle Definitionen so anfangen. Für egal welche streng positive Zahl s, gibt es eine streng positive Zahl r, so das und so weiter. Auch hier werden wir zuerst einmal das Raster wegnehmen. Dann nehmen wir noch die Einheiten auf den Achsen weg. Das machen wir hier Rechtsklick, Grafik. Auf der x-Achse Zahlenwerte weg, auf der y-Achse ebenfalls. Und so können wir unsere Funktion von eben als allgemeines Beispiel nehmen. Und wir sagen, der Grenzwert dieser Funktion, wenn x gegen diese Zahl a strebt, ist minus unendlich, dann und genau dann, wenn. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, s ist eine sehr große Zahl, minus s wird dann eine sehr kleine Zahl sein. Also nochmal, für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß sie ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, sodass, sobald x in der blauen Umgebung von der Zahl a liegt, aber selbst verschieden ist von a, muss das als Konsequenz haben, dass f von x streng kleiner ist als die Zahl minus s. Das heißt, x liegt in der blauen Umgebung von a und ist verschieden von a, dann muss das f von x sich unterhalb dieser Zahl minus s befinden. Ein dritter Grenzwert dieser Art. Ein reeller Grenzwert bei plus unendlich. Bei dieser grünen Funktion möchten wir ausdrücken, je weiter x sich nach rechts befindet, desto dichter liegt f von x bei dieser Zahl 2. Schauen wir nochmal, so, wir haben die Zahl x hier, das f von x ist diese Zahl da. Jetzt fährt x nach rechts, x wird immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, x strebt gegen plus unendlich und wir sehen deutlich, dass f von x strebt dann gegen diese Zahl 2. In unserem konkreten Beispiel definieren wir, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt, ist 2, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein sie ist, wir sind dicht bei 2, dicht bei kleines s, also für egal welche streng positive Zahl s,
ganz egal wie klein die ist, da zu erkennen. Gibt es eine streng positive Zahl R, es genügt sie groß genug zu wählen, großes R, sodass, sobald x streng größer ist als R, und natürlich im Definitionsbereich liegt, muss das zur Folge haben, dass f von x sich in dieser roten Umgebung von 2 befindet. Machen wir nochmal x und f von x weg. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt, ist 2. Dann und genau dann, wenn. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, wenn x streng größer ist als r, also x befindet sich hier rechts von der Zahl r und natürlich im Definitionsbereich, muss das als Konsequenz haben, dass f von x sich in dieser roten Umgebung von 2 befindet. Ganz egal, wie klein es ist, es wird immer möglich sein, eine Zahl r zu bestimmen, es genügt sie eben groß genug zu wählen, sodass, wenn x noch größer ist als diese Zahl r, dann muss f von x sich in dieser kleinen Umgebung von 2 befinden. Auch hier werden wir Raster wegnehmen, Achsen, Beschriftungen ebenfalls wegnehmen, so und so, und können dann diese Funktion nutzen für die allgemeine Definition, die besagt, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt, das ist diese Zahl b, dann und genau dann, wenn. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, wenn x noch größer ist als r und im Definitionsbereich liegt, dann muss f von x automatisch in der roten Umgebung von b liegen. Das heißt hier, der Abstand zwischen f von x und b ist streng kleiner als s. Ein weiterer Grenzwert dieser Art, dieses Mal reeller Grenzwert bei minus unendlich, das heißt hier bei der Funktion möchten wir ausdrücken, je weiter x nach links liegt, desto dichter liegt f von x bei 1. Das heißt, hier möchten wir ausdrücken, dass der Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, die Zahl 1 ergibt. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, wenn x streng kleiner ist als minus r, die Zahl r ist von da bis da, deshalb ist die Zahl minus r im Spiegelbild von da bis da. X streng kleiner als minus r bedeutet, x befindet sich links von dieser Zahl minus r. Und natürlich im Definitionsbereich. Also, sobald x streng kleiner ist als minus r und im Definitionsbereich liegt, muss das zur Folge haben, dass f von x sich in dieser roten Umgebung von 1 befindet. Nochmal, machen wir mal ein bisschen größer, so. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, ist 1. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, kleines s, gibt es ein streng positives r, es genügt diese Zahl groß genug zu wählen, deshalb groß r, sodass, sobald x sich links von minus groß r befindet und im Definitionsbereich ist, muss das zur Folge haben,
dass f von x sich in der roten Umgebung von 1 befindet. Ganz egal, wie klein s ist, wir werden immer fähig sein, solch eine Zahl r zu bestimmen. Wieder nehmen wir Raster und Achsenbeschriftungen weg. X-Achse, Zahlenwerte wegnehmen, auf der y-Achse auch. Da schließen wir wieder. Und so können wir dieses Beispiel als allgemeine Funktion nutzen für Limes von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt. Das ist diese Zahl b. Ich mache das ein bisschen größer, damit man b besser sieht. So. Also Limes von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, das ist diese Zahl b. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein sie ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, sobald x streng kleiner ist als minus diese Zahl r und im Definitionsbereich liegt, muss das zur Folge haben, dass der Abstand zwischen f von x und b streng kleiner ist als s. Ein weiterer Grenzwert. Hier möchten wir ausdrücken, je weiter x nach rechts liegt, desto größer wird f von x. Schauen wir hier in der Animation. Je weiter x nach rechts liegt, desto größer wird f von x. Wir drücken es sofort allgemein aus. Der Grenzwert dieser Funktion f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt, der ist plus unendlich, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt die groß genug zu wählen, sodass wenn x streng größer ist als diese Zahl r und im Definitionsbereich liegt, muss das zur Folge haben, dass f von x streng größer ist als s. Das bedeutet einfach ausgedrückt, dass alle Zahlen, die rechts von dieser Zahl r liegen, ihr Bild automatisch oberhalb von dieser Zahl s haben. Noch ein Grenzwert dieser Art. Dieses Mal Grenzwert minus unendlich bei minus unendlich. Das heißt, x strebt hier gegen minus unendlich und das f von x strebt dann gegen minus unendlich. Schauen wir uns das in der Animation an. Je weiter x nach links liegt, desto tiefer liegt f von x. Wenn x gegen minus unendlich strebt, dann strebt f von x auch gegen minus unendlich. Allgemeine Definition sofort. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, ist minus unendlich. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, sobald x streng kleiner ist als minus r, das heißt x liegt in dem Bereich, und natürlich im Definitionsbereich der Funktion, muss das zur Folge haben, dass f von x streng kleiner ist als minus s. Was also heißt, sobald x links von minus r liegt, muss f von x unterhalb von minus s liegen. Noch ein Grenzwert dieser Art. Dieses Mal strebt x gegen plus unendlich und der Grenzwert ist minus unendlich. Also, je größer x wird, desto kleiner wird f von x. Wir definieren sofort allgemein. Der Grenzwert solch einer Funktion, wenn x gegen plus unendlich strebt, ist minus unendlich, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, wenn x rechts von dieser Zahl r liegt,
muss f von x automatisch unterhalb von dieser Zahl minus s sein. Noch solch ein Grenzwert. Dieses Mal strebt x gegen minus unendlich und der Grenzwert ist plus unendlich. Also hier möchten wir ausdrücken, je kleiner x ist, desto größer wird f von x. Hier schon gar nicht mehr zu sehen, so groß ist es. Allgemeine Definition. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, ist plus unendlich, dann und genau dann, wenn. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie groß die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie groß genug zu wählen, sodass, wenn x streng kleiner ist als minus r, also links von minus r und im Definitionsbereich liegt, muss das zur Folge haben, dass f von x streng größer ist als s. Also, wenn x links von minus r liegt, dann muss das f von x sich oberhalb von s befinden.